Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen hier heute weiter und wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen was gefarmt. Ich habe hier an sich ein bisschen auch gebraten, gemacht und getan, damit wir heute genug Stuff haben. Denn tatsächlich will ich heute von der To-Do-List, die wir ja letzte Folge gebaut haben, direkt einen Punkt anfangen abzuarbeiten. Wir werden ihn heute definitiv nicht komplett fertig abarbeiten können, das ist klar. Und zwar will ich heute anfangen mit dem Hafen. Zumindest mit der groben Grundplanung. Vielleicht entwickeln wir direkt auch ein Design. Aber mal gucken, ihr seht doch, ich habe hier ein paar Öfen hingestellt und habe hier einen automatischen Ofen mal ganz kurz auf schnell gebaut. Der brennt hier einfach in der Zeit noch ein bisschen was durch. Mehr Cobblestone, als ich jetzt hier gebraten habe, habe ich tatsächlich sogar gar nicht. Und der Rest sollte fürs Erste, denke ich, erstmal so reichen, was wir jetzt haben. Wenn nicht, können wir einfach ganz easy hochkommen. Wir haben ja jetzt glücklicherweise den Fahrstuhl. Aber vorher will ich noch, ihr seht es hier auch, ich habe extrem viele Setzlinge überall geplaced, weil wir brauchen das Holz jetzt echt dringend. Vorher werde ich hier noch überall mal kurz meine Setzlinge setzen, bevor ich jetzt runtergehe. Schaffen wir das von hier aus da runter zu springen? Spring einfach hier. So, wir haben ja Federfallboots glücklicherweise. Und dann sollte das locker machbar sein. Und hopp. So, da wären wir unten. Oh nein. Ich habe Kohle vergessen. Ich habe Kohle vergessen zum Ausleuchten hier. Weil hier ist ja überhaupt nichts ausgeleuchtet. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Oh, oh, oh. Das. Oh, Mist. Das Skeletten. Lol. Das Skeletten hat, wenn ich es richtig gesehen habe, einen Creeper erschossen. Dadurch bekommt man ja so eine Disk. Und dann hat der Creeper das Skeletten weggesprengt. Und deswegen haben wir jetzt einfach zwei Disks bekommen, einfach so nebenbei. So, also ich werde mir jetzt auf jeden Fall hier unten mal erstmal ein paar Kisten craften, weil wie ihr seht, ist mein Inventar komplett überfüllt. Oh je, was schmeiße ich denn am besten weg? So. Und zwar soll der Hafen ja auch dazu dienen, dass wir locker von da unten hier hochkommen. Das soll ja so eine Art auch Erhöhung werden. Und übrigens möchte ich erwähnen, dass genau hier wieder der Block ist, den wir oben vor unserer Tür auch haben, das hier so ruckelt. Oh, das regt mich so auf. Irgendwann werde ich einen Weg finden, dass das gefixt werden kann irgendwie. Also wirklich, das ist ja mal so ätzend, dass genau auf diesem Block hier, oder? Auf diesem? Genau hier ist immer dieser Ruckler. Das ist so ekelhaft. Naja, auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal hier eine Grundplanung in Anführungszeichen bauen. Ich möchte einen Hafen bauen, der eher schon so an die Neuzeit des Mittelalters gerichtet ist. Wenn nicht sogar schon an die eher modernere Zeit. Das soll auch hier ein großer Hafen werden, wo man vielleicht einzelne Abteile hat, wo Häuser raufkommen und dann hat man zum Beispiel eine Treppe oder so, die dann höher führt und sowas. Also irgendwie so in die Richtung habe ich mir das gedacht. So, und zwar habe ich vor, dass vielleicht hier der Hafen nur so ein paar Blöcke vorgeht. Wir bleiben immer bei einer ungeraden Zahl, das wisst ihr ja mittlerweile. Weil ich mir auf jeden Fall vorgestellt habe, dass er ein bisschen eckiger wird, nicht geschwungen, vielleicht ab und zu mal ein bisschen schräger, aber jetzt nicht unbedingt viel schräger und wir müssen hier mal abziehen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, ist noch ungerade. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das so eine schon etwas höhere Ebene wird und man vielleicht später dann hier eine Art Weg hat, der hier runterführt. Und hier dann im Prinzip der Hauptsteg ist, wo man dann anlegen kann mit seinem Schiff, in Anführungszeichen. Und hier würde ich dann anfangen, schräg zu werden, so ein bisschen wenigstens. Dass so ein bisschen, naja, nicht Schwung mit reinkommt, aber das halt einfach ein bisschen besser aussieht. So Leute, ich gehe jetzt mal schlafen, weil mir gerade aufgefallen ist, hier ist ja ein Bett. Lol, wo kommst du her? Wo kommst du her? Komm mal mit. Und ja Leute, so wäre jetzt erstmal die Hauptplanung. Natürlich müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Also, ich würde auf jeden Fall erstmal über ein Design überlegen. Deswegen habe ich ja hier auch jetzt direkt die Eichenstämme, weil ich gerne Eichenstämme mit verbauen würde. Und dann halt im Prinzip verschiedene Ebenen reinbringe, dass das hier eine Ebene ist. Und man dann über eine Treppe höher laufen kann, dass dann vielleicht ab hier die nächste Ebene, die höhere Ebene reinkommt. Man dann hier ein bisschen was auf jeden Fall abtragen muss, das steht fest. Und das dann so ein Stückchen weiter auf jeden Fall, vielleicht hier dann die letzte Ebene reinkommt oder so. Ihr merkt, ich habe da selbst gerade noch nicht so eine heftige Peilung, was ich eigentlich hiermit wirklich anstellen will. Dass man hier dann am Ende den Endhafen hat, wo hier vielleicht ein kleines Häuschen entsteht und man den Berg auf jeden Fall ein bisschen abträgt, dass man vielleicht dann hier noch ein Abteil hat und dass, wenn man dann hier hochkommt, es dann wirklich so ist, dass du halt komplett erstmal durch bist. Und hier hinter seht ihr ja, ist eh ein übelst heftiger Bauspot so. Und das gleiche machen wir dann vielleicht auch hier, je nachdem, wie das hier hinten wird, mal gucken. Also was auf jeden Fall anstrengend wird, ich bin da ein kleiner Perfektionist,
Ich werde den Hafen hier bis auf die Höhe da ziehen müssen. Und das wird auch ordentlich Stuff fressen, aber das brauche ich einfach, damit ich selbst zufrieden damit bin. Auch wenn wir es jetzt hier nur andeuten werden, später werden wir definitiv das ordentlich machen. So, jetzt müssen wir überlegen, wie hoch soll das Ganze werden? Das erste Abteil im Prinzip des Hafens. Auf welche Höhe wollen wir das packen? Wollen wir das hier schon hinsetzen? Und ich würde auf jeden Fall sagen, also die Balken werden definitiv nur einen Block breit. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das gut aussieht später, wenn die breiter sind als ein Block. Leute, ich merke immer wieder, wie leise und konzentriert ich werde, wenn ich mir gerade ein Design überlege, was ich hier jetzt hinbauen will. Das ist richtig, richtig krass. Ich überlege es und das kann ich auch nicht mitkommentieren, weil ich auch glaube, euch interessiert es jetzt nicht wirklich, wie ich mir jetzt was denke und was vorstelle. Aber ich kann euch mal zeigen, was ich jetzt hier bisher gebaut habe. Weil ich werde richtig leise und wenn ich nie so wenig rede beim Bauen, dann nehme ich hier 3 Stunden auf am Tag und kriege da vielleicht eine Folge raus und das wäre tatsächlich nicht so gut. Und ich muss sagen, ja, ihr habt recht, es sieht schon echt derbe Scheiße aus. Okay, das sieht doch auf jeden Fall schon mal cooler aus. Wobei mir der Übergang dort noch nicht so gefällt. Irgendwie sieht das richtig, richtig komisch aus und einfach unpassend. Und an sich fehlt mir da so ein bisschen die Textur. Mir fehlt einfach wirklich die Textur dort in dem Abteil. Vielleicht können wir da irgendwas mit Cobblestone machen, dass es vielleicht besser aussieht. Oh mein Gott, Leute. Leute, ich weiß, was fehlt. Ich habe das Problem gelöst und, jo, da sind wieder die Buddies in den Booten. Ich muss ganz kurz hoch und eine Holzsorte holen und dann zeige ich euch es direkt. Ich glaube, das ist echt das, was mir die ganze Zeit so richtig fehlt einfach. Und zwar habe ich jetzt hier Fichtenholz-Falltüren und ich glaube, das wird ein ganz neues Bild ergeben, wenn wir die jetzt hier einfach einmal ranklatschen. Ich muss mir das jetzt aber mal angucken. Ich hoffe wirklich, es gibt das, was ich mir denke, dass es gibt. Ja, okay, ist noch nicht schlecht, aber irgendwas fehlt mir da unten. Ich weiß aber die ganze Zeit nicht was. Irgendwas fehlt hier. Irgendwas ist da nicht da, was eigentlich da sein sollte, was eigentlich da sein müsste. Es ist einfach nur nicht das, was ich. Warum sieht das so komisch aus? Das sieht einfach aus wie ein eckiges Stück Abfall. Ich versuche jetzt was ganz anderes. Die Wand kotzt mich an. Blödes Ding, Alter. Ich versuche jetzt einmal eine Art Bogen. Bogen, sagt man Bogen. Eine Art Bogen hier reinzubringen. Nee, Alter. Das sieht einfach nicht cool aus. Es sieht einfach echt verdammt kacke aus. Leute, ich versuche jetzt noch was. Ich muss sagen, ich habe schon eine Verbesserung, aber ich glaube, das sieht einfach 10.000 Mal besser aus. Es tut mir leid an alle die sich gerade denken, boah, warum lässt du es nicht einfach so, aber nee, wenn ich es jetzt so lasse und das die ganze Zeit so baue, wie ich es jetzt habe, dann stört mich das irgendwann so, dass ich einfach alles abreiße, verzweifle, das Projekt beende, weil ich keinen Bock mehr habe und dann ist vorbei. So, und jetzt versuchen wir einfach richtig schlicht und ganz normal hier einfach so eine Wand durchzuziehen und guck mal, wie das dann aussieht. Leute, das sieht überhaupt nicht schön aus. Och man, ich habe hier echt, ey, ich habe Probleme, Jungs, ich habe Probleme in meinem Leben. Oh mein Gott, Jungs. Ich habe noch eine Idee. Schon wieder. Die Geistesblitze werden hier gehasselt. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Erde. Und ich muss dann noch einmal kurz hochsteppen und was holen. So. Ich habe jetzt hier so eine Blume geholt. Und mache die jetzt mal einfach so. Und guck mir das mal an. Und das sieht schick aus. Das sieht echt schick aus. Wobei ich mir aber auch jetzt, wenn ich so weit wegstehe, einfach denke, yo, wenn das jetzt hier 10-mal steht, dann sieht das einfach katastrophal overdetailed scheiße aus. Och man, Leute. Oh, oh. Hilfe. Leute, also ich habe jetzt ungelogen eine Stunde lang hier rumprobiert. Ja, wirklich seit einer Stunde. Und ich muss wirklich sagen, am Ende finde ich dieses Design. Oh shit. Am Ende finde ich das Design, was ich euch gleich zeigen werde, wenn ich hoffentlich einen Dreizack gedroppt. LOL. 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 Wir haben einen Dreizack. Let's go, Abfahrt. Einfach mal nebenbei. Am Ende finde ich dieses Design da, weil ich weiß, dass es sich hier rüber komplett erstrecken wird. Ihr müsst euch ja vorstellen, dass man im Prinzip später hierher kommt und wenn du 1000-mal das hast, dann sieht das so kacke aus. Aber wenn du einfach nur das schlichte Design hast, vielleicht mit sogar weniger Details, das ist 4 zu 4, was ich ja jetzt reingebaut habe. Wenn du das mit weniger Sachen hast, dann sieht das einfach 10-mal besser aus, als wenn du da 1000 so eine, weiß ich nicht, was, Alter, was,
Warum habe ich denn da so viel Details die ganze Zeit mit einbauen wollen? Das ist so ein Schwachsinn. Das da sieht, glaube ich, am Ende wirklich 10.000 Mal nicer aus. Einfach nur so eine gerade Wand hochgezogen. Genauso werde ich das jetzt auch mal ein paar Mal bauen. Ich werde das da komplett abreißen, Alter. So ein Abfall. Und euch das dann jetzt gleich nochmal zeigen, wenn ich damit fertig bin. Och, als ob ich habe halt wirklich so lange rumprobiert, ne? Dass wir damit gut fertig werden und dass es gut aussieht. Dabei hätte ich wirklich einfach nur ein paar Löcher in der Wand kloppen müssen, ein paar Treppen reinsetzen müssen und schon wäre das ganze Ding geklärt gewesen. Leute, ich habe jetzt auch übrigens keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung war, wieder eure Meinungen zu ausfallen. Aber ich muss sagen, ich selbst bin viel zufriedener damit, wenn es so ein bisschen schlichter ist, als wenn wir hier sonst wie aufwendig irgendeine Wand 10.000 Mal bauen, die dann am Ende eh viel zu aufwendig halt einfach aussieht. So muss man es wirklich sagen. Und deswegen reiße ich das jetzt hier auch alles nochmal ab. Vielleicht wird uns später im Laufe des Projekts auch nochmal ein anderes Design einfallen. Dann ist es so. Dann bauen wir einfach alles nochmal ab und bauen es neu. Aber für euch wird das dann wahrscheinlich, oder ich werde das dann wahrscheinlich offscreen machen. Oder für euch ist es dann so ein Schnips. Bam, Alter, guckt euch das an, heftig. Aber jetzt nicht direkt sowas, wo ich jetzt in der Folge an einem Design rumtüftel oder so. Ich will gar nicht wissen, wie das als Zuschauer ist, wenn du jetzt gerade hier sitzt und vor vielleicht im Handy, TV, was auch immer, wo sitzt, vor einem Computer. Du guckst so, keine Ahnung, 5 Minuten der Folge tüftet dieser Typ an irgendeinem Design rum. Verzweifelt da halb. Und am Ende kommt er einfach auf den Schuss, jo. Ich will das doch so ein bisschen schlicht machen und baue das jetzt so ganz oft. Und du denkst die ganze Zeit so, Bruder, jetzt habe ich gar keine Lust mehr, direkt abschalten. Bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass es am Ende einfach besser aussehen wird, wenn wir es wirklich so machen, wie es jetzt ist. So, Leute, ich drehe mich beabsichtigt noch nicht um, da ich gerade ein bisschen mich freue, dass wir nach über einer Stunde und 30 Minuten, die ich jetzt hier am Aufnehmen bin und getüftet habe, gemacht und getan habe, dass wir endlich ein geiles Design dafür finden. Ich bin echt stolz darauf, muss ich sagen. Es sieht jetzt echt meiner Meinung nach besser aus als vorher, sogar um einiges besser als vorher. Es fehlen jetzt auch ein paar Elemente, wie zum Beispiel das Glowstone hinter den Falltüren, dass dort Licht ist. Aber sonst muss ich sagen, gefällt mir das echt gut und ich kann es ja jetzt hier mal direkt in F1 für euch einmal mich umdrehen. Und dann seht ihr das jetzt. Ihr könnt es mal kurz auf euch wirken lassen, so. Hier, das findet jetzt, also ich weiß, Leute, euch stört's, mich stört's. Dieser Pfusch geht natürlich gar nicht. Es wird auf jeden Fall alles behoben, dass es hier komplett bis nach unten geht. Egal bei welcher Sache, es geht komplett bis hier nach unten. Das lasse ich so nicht stehen. Das ist gar nicht mein Style, so dass es so bleibt. Jetzt könnt ihr klicken, es geht auf jeden Fall alles dann bis runterwärts. Aber sonst, muss ich sagen, sieht das richtig gut aus, finde ich. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch einmal sowas hier eingebaut, dass nochmal eine neue Ebene geschaffen wird im Prinzip. Und hier solche mit den neuen Zäunen gearbeitet, wo ich sagen muss, dass es echt, finde ich, gut aussieht. Vor allem jetzt von vorne betrachtet, natürlich sieht man es nicht so krass. Aber stellt euch vor, man kommt so mit einem Boot von hier und dann denkt man sich so, boah, wie heftig. Und dann sieht man das hier, wisst ihr, fährt man so mit dem Boot hier lang und guckt dann so hoch und dann ist es überall hier, wisst ihr. Aber Leute, die Mission für die nächste Folge ist auf jeden Fall, ich werde außerhalb der Folgen, also offscreen, mich jetzt auch ein bisschen ransetzen an dem heutigen schönen Abend und ein bisschen farmen für die nächste Folge, dass wir nämlich nächste Folge vielleicht sogar bis da hinten zum Ende aber mal gucken und dass wir alles bauen werden. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem jetzt endlichen letzten Endes-Design in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also ich muss sagen, mir gefällt es hier echt gut. Und wie gesagt, in der nächsten Folge setzen wir uns dann ran und bauen richtig, richtig da voran. Nächste Folge können wir mal wieder so ein FAQ-Video in Anführungszeichen machen, wo ich auf ein paar Fragen eingehe, die ich auf meiner Dating-Seite finde. Ja, Leute, und damit würde ich sagen, chaotische, verzweifelte, wieder mal komische Folge. Falls ich heute ein bisschen demotiviert war, tut es mir leid, aber das hat mich echt richtig gestört da unten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ja, bis dann. Bis morgen 17 Uhr und ciao.